Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht, wie die meisten Male zu den Videos. Das sind ja meistens eure Vorschläge. Aber ich mache wieder einen Charaktercheck, einen Charakterbogen, eine Charaktervorstellung. Sagt ihr mir, was ich mache. Es geht auf jeden Fall heute um unsere geliebte Lieblingskatze aus Wakanda, nämlich den Black Panther. Informationen im Voraus. Hier geht es nicht um den Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, deshalb bitte keine Spoiler. Vielleicht schaffe ich es morgen oder wahrscheinlich schaffe ich es morgen und dann bekommt ihr ein Review zu dem Film. Aber jetzt starten wir erstmal zum Charaktercheck von Black Panther. Zunächst mal, Black Panther kam in den Comics relativ spät vorher, wurde eingeführt in einem Fantastic Four Comics, in dem die Fantastic Four nach Wakanda geflogen sind. Und dort fühlte sich Black Panther bedroht von ihnen. Und ich weiß nicht, ob das in der ersten Ausgabe war, weil ich habe das nicht gefunden. Aber ich weiß es, dass er auf jeden Fall im Laufe des Bandes die Fantastic Four tötet. Allesamt Metzel, Metzel, Krallen ausgefahren und tot. Und daraufhin ist der Black Panther dann in die Vereinigten Staaten gegangen, um zu gucken, ob das eine Bedrohung ist für den Staat Wakanda und einfach zu gucken, um die Helden dort beurteilen zu können, ob man mit ihnen vielleicht sogar zusammenarbeiten kann oder ob sie eine Gefahr darstellen. Um genauer zu sein, kam er 1966 das erste Mal vor in diesem angesprochenen Fantastic Four Comic und er gilt bis heute noch als erster schwarzer Superheld, sogar noch vor Falcon, sogar noch vor den DC-Helden, wie zum Beispiel Jon Stewart, der dann bei den Green Lantern ist, und sogar auch noch vor Luke Cage, der kam nämlich ein paar Jahre später. Und damit war er der erste afroamerikanische Superheld. Dann sehen wir in den Comics etwas, was wir im MCU wahrscheinlich nicht sehen werden. King T'Challa heiratet nämlich in den Comics Storm von den X-Men und es ist ja noch fraglich, ob die X-Men-Comics oder die X-Men-Filme ins MCU eingebaut werden. Wenn das der Fall sein wird, könnten wir eventuell noch eine Hochzeit darin sehen, wobei das eigentlich so gut wie unwahrscheinlich ist. Also wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, denn Storm und Black Panther werden im MCU wahrscheinlich nicht heiraten. Und im Original-Comic-Band von Civil War kämpft Black Panther sogar an der Seite von Captain America. Wir kennen ja den Film Civil War und da sieht das ja ein ganz klein wenig anders aus. Vielleicht hasst er nur Captain America. Aber na gut, das heißt, wir sehen wieder einen sehr, sehr großen Unterschied bezüglich den Comics und dem MCU. Und dann habe ich nochmal eine Liste aufgegriffen, in der die ganzen Kräfte von Black Panther stehen. Die kann ich natürlich nicht auswendig, deshalb werde ich sie vorlesen. Das Black Panther Wissen, also was in Wakanda so abgeht und was von Stamm zu Stamm übertragen wird, beziehungsweise von Generation zu Generation. Scharfe Sinne, ja gut, wenn man eine Katze ist, braucht man auch Katzensinne. Übermenschliche Kraft, übermenschliche Geschwindigkeit und Ausdauer, ne, Katze und so. Widerstandsfähigkeit, Agilität und Reflexe, ne? Katze und so. Ihr seht, ich spiele das gerade ein bisschen runter, weil irgendwie ist er ja schon so eine süße kleine Miezekatze, oder? Eigentlich nicht. Also lassen wir das. Dann, was er dazu noch hat, außer seine Sinne, nämlich seine Fähigkeiten. Zum Beispiel, er ist sehr, sehr clever mit sehr, sehr viel Technologie in Wakanda. Gut, das wissen wir natürlich auch. Er ist ein sehr, sehr guter Kampfkünstler. Das wird ja auch von Generation zu Generation in seinem Stamm weitergegeben. Er ist ein Waffenmeister, natürlich nicht mit Schusswaffen, sondern mit allerlei Schwerter und Dolchen und Äxten und Speeren. Guter Akrobat, guter Scharfschütze und Taktiker und guter Jäger. Gut, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn man in Wakanda lebt, muss man natürlich auch jagen gehen. Dann kann man natürlich auch mit Pfeil und Bogen gut schießen. Sollte man zumindest können, weil sonst kann man nicht überleben. Und dann habe ich hier noch stehen, Erfinder. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich weiß, da kommt sehr, sehr viel Technologie drin vor, was schon mit Iron Man so ein bisschen vergleichbar ist. Und das
stellt sich mir die Frage, ob Black Panther irgendwann den Part von Iron Man übernehmen könnte, wenn Iron Man nach Infinity War wahrscheinlich nicht mehr da ist. Ob Black Panther das dann übernehmen würde, ich fände es auf jeden Fall cool. Und dann habe ich noch was ganz Interessantes gefunden, nämlich die Schwächen von Black Panther. Und er ist anfällig gegen helles Licht, laute Geräusche und starken Geruch. Also wenn das nicht schreit, ich bin eine kleine süße Mietekatze, dann weiß ich es auch nicht. Nein, aber Black Panther ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter in den Comics. War er eigentlich nur so gut wie komplett schwarz als Kostüm. Da finde ich das neue Kostüm sehr, sehr geiler. Sein Gegenspieler Killmonger hat natürlich auch ein sehr, sehr geiles Outfit. Trotz alledem, in den Comics hätte man mehr aus Black Panther rausholen können. Den kann man von hier jetzt nicht sehen, aber er ist eigentlich komplett schwarz angezogen. Das waren wirklich nur ein paar kleine Randfakten bezüglich Black Panther in den Comics, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, da werde ich dann die nächsten Tage genauer drauf eingehen, aber danach ist es mir dann möglich, so ein Vergleichsvideo zu machen quasi mit Comics und dem MCU, was dann auf jeden Fall noch folgen wird. Deshalb seid nicht so enttäuscht, wenn das Video hier vorbei ist. Das war nur ein kurzer, knackiger Exkurs in das Comic-Universum rund um Black Panther. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Wenn wir die 200 Abonnenten knacken, bin ich kurz davor, eigenes Merch rauszubringen. Ob es jetzt so richtig Merch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann ein T-Shirt oder so kaufen. Nur wenn ihr es wollt, ist es komplett freigestellt natürlich. Das Design ist klar mit meinem Logo, falls da irgendjemand Interesse dran haben sollte. Ab den 200 Abonnenten, die ich hoffentlich kriegen werde, was ja immer so fraglich ist. Okay, ich halte es einfach nächste Woche frei. 200 Abonnenten hin oder her. Nächste Woche gucke ich, dass ich vielleicht da Merch rausgebracht bekomme. Dann kommt der Link natürlich in die Videobeschreibung. Das werdet ihr dann auch bei Facebook und Instagram finden. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr zu meinem kurzen kleinen Exkurs eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit meinem Film-Review zu Black Panther und danach der Gegenüberstellung Comic gegen MCU. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao und bis dann.